Hallo ihr Lieben, ich bin Sandria aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, ihr fandet ja meinen beleuchteten Bilderrahmen so toll und habt euch gewünscht, dass ich zeige, wie ich den gemacht habe. Und das mache ich jetzt auch. Ich mache ein Tutorial über den beleuchteten Bilderrahmen. Ich habe schon mal den Rahmen vorbereitet, also ich habe das schon mal auseinandergenommen. Dann habe ich hier schon mal ein Stück abgesägt, so eine Ecke. Und ich habe auch die Glasplatte schon mal abgewaschen und poliert, dass sie dann auch schön aussieht. So, das können wir alles erstmal zur Seite packen. Und hier ist die Standschablone. Und zwar nehme ich jetzt das andere Motiv. Das andere war ja diese Häuserlandschaft und hier ist das jetzt mit den Hirschen, die Landschaft. Aber ich finde es genauso schön. Dafür brauche ich jetzt nur die innere Stanze. So, die lege ich mir zur Seite hier. Platz machen. Und dann habe ich mir hier so schwarzes Papier rausgesucht. Das ist so ein bisschen, ja, das hat so ein bisschen Glitzer drin. Das fand ich jetzt eigentlich ganz schön. Ich will mal hoffen, dass das genauso gut wird wie mattschwarz. Und jetzt muss ich es noch schneiden. Und zwar so in der Größe, dass es im Rahmen reinpasst. Dafür, achso, doch noch so rum. War hier richtig. Dafür messe ich einmal kurz das aus. Das war das Blatt, was da drin war. Das messe ich einmal kurz aus. Ich nehme gleich einen Stift und gucke. Also 18 mal 13. 18 mal 13, das sollte dann hoffentlich passen. So, und dann werde ich das jetzt auf diese Maße schneiden. 18, 13 mal 18. Sollte jetzt genauso groß sein. Ja, wunderbar. Millimeter klein, das ist auch gut, dann passt das da richtig gut rein. Und als Hintergrund habe ich hier so ein Vellumpapier genommen und das schneide ich jetzt auch. 13 mal 18. So, dann habe ich die Papiere schon zurechtgeschnitten, das kommt schon zur Seite. So, und jetzt brauche ich das nur stanzen noch. Also es ist eigentlich relativ einfach, diesen Rahmen zu machen und natürlich dann das ganze Papier dazu haben. Das richte ich mir jetzt aus und mache das, werde das jetzt mit Washi-Tape so ein bisschen fixieren. Und gucke, dass das so richtig schön mittig ist. So. Einmal da oben. Und einmal hier unten. So. Und dann kann das hier auch noch mal ein Stück auf meine Hand kleben. So. Jetzt habe ich ja die Schablonen habe ich mir jetzt auch wieder auseinander geschnitten. Wird das jetzt da durch die Maschine kurbeln. So. Ich habe hier die Gemini Midi. Das ist eine Stanz- und Prägemaschine, die jetzt nur mit dem Fulder arbeitet. So, dass ich kein Sandwich machen muss und
Ich stanze dadurch relativ kräftig aus. So. So, müssen wir mal gucken, dass wir sich das jetzt alles hier abziehen. Nichts kaputt mache hier. Ist immer gut, also ich mache das Washi-Tape immer so an der Seite hier bei meinem Arbeitsplatz ran, weil ich die immer wieder benutze. Weil wenn die nachher nicht mehr so gut kleben, dann geht es noch besser. Dann ist auch mal die Gefahr nicht da, dass das Papier kaputt geht. So, die Schablone sauber machen, das mache ich mir nachher wieder. Die lege ich mir schon mal zur Seite. Aber ihr seht, mit diesem Folder, deswegen finde ich diese Gemini Midi so klasse. Die hat eben halt das DIN A5 Format und schneidet mit einem Busch durch. Und das ist so klasse. Ich habe hier auch die Diamond Press. Auch die finde ich total gut. Das ist ja denn die kleine. Ist das gleiche Prinzip. So, und diesen Folder, den lege ich mir jetzt immer irgendwo hin, wo was Schweres drauf ist. Und dann zieht er sich immer wieder in die richtige Form. So, dann haben wir das schon mal. Und jetzt können wir auch schon anfangen mit dem Rahmen. Und zwar, jetzt mal gucken, das ist ja oben. Dann kommt als erstes das Glas rein. So, bisschen zur Seite drehen. Dann möchte ich auch hier wieder ein bisschen Schnee haben. Das heißt, ich nehme mir von meinem künstlichen Schnee so ein bisschen und mache das hier unten so ran. Nicht zu viel. So. So, dann setze ich meine Landschaft ein. Und ich habe hier so einen Rahmen, wo so ein Rahmen noch da drinne war. Gegebenenfalls müsste man sich den basteln aus Pappe, wenn man den nicht hat. So. Was nun? Der war doch da drinne. Ach so. So. Dann habe ich das da so drinne. Und mal gucken, dass ich das noch mal. Jetzt mache ich das Blatt darauf. So. Und auf diesem Blatt mache ich jetzt diese Lichterkette drauf. Da muss ich jetzt noch mal zwei Batterien holen. Ich bin sofort wieder da. Wo habe ich die jetzt hingepackt? Ach so, und ich glaube, ich habe sie mir hier unten hingepackt. Nee, da sind sie auch nicht. Dann bin ich gleich wieder da. Da bin ich wieder. Hatte sie ordnungsgemäß weggepackt. So, und dann macht man das Batteriefach auf, wenn man das dann aufkriegt. Eigentlich. Oder so. Ah, man muss das nur richtig machen. Ich mache das immer vorher, falls mal eine Lichterkette defekt ist. Dann ist das ärgerlich, wenn man das schon alles eingebaut hat und wieder alles rauspumpen muss. Deswegen mache ich das vorher und dann teste ich. Ja, wunderbar, sie leuchtet. Und dann muss man das hier so ein bisschen auseinanderfummeln. So. Das ist so Draht, wo das drauf ist. So, und dann ist sie einmal auseinander. Und dann gucken, wo ihr einge
wo ihr das eingesägt habt. Und da kommt sie dann raus. So. Und jetzt ist es nur so, dass sie jetzt hier überall ein bisschen festgemacht wird. Dafür nehme ich so einen Tesafilm hier. So. So, das mache ich mir immer hier ran. Dann mache ich mir so kleine Streifen. Weil das muss jetzt keine, wird keine, kein Zug ausgesetzt. Wo habe ich jetzt meine? Ja. So. Dann nehme ich nur kleine Streifen. So. Also ich mache das nur so, um sie so ein bisschen zu fixieren. Bisschen Fummelkram mit diesen Drahtketten geht das eigentlich ganz gut. Gucken, dass es hier oben drauf bleibt. Das ist mir schon zu viel hier. Das hätte ich auch schneiden sollen. So. Ich finde mich nicht, dass es so einknickt. Deswegen nehme ich das nochmal so rauf. Ist ja mal hartnäckig jetzt hier. So. Nehme ich mir nochmal so ein kleines Stück. Also sie soll, ich möchte gerne, dass sie so plan aufliegt. Ja, Vorführeffekt. So, mal gucken, ob das schon reicht. So, jetzt ist wieder schwieriger, das hier raufzukriegen. Ohne das untere. Reinzudrücken. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Muss ich das gleich alles wieder rauspolen. So. Mal einmal umdrehen. Ja. Jetzt habe ich den Schnee nach oben gemacht. Fester. Ja, der Schnee ist wieder unten. So. Und jetzt schön festmachen.
So, dann drehen wir das Ganze mal um. So sieht das schon aus. Und jetzt machen wir das mal an. Ach so, hier. Und voilà. Das sieht auch richtig gut aus. So. Genau, das können wir jetzt erstmal wieder ausmachen. Mit dem Schnee, da auch das hier oben so ein bisschen Schnee ist, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. So, und jetzt wollen wir ja hier vorne noch ein bisschen dekorieren. Und dafür nehme ich mir doppelseitiges Klebeband. Und nehme mir so ein Spitze. So, das mache ich jetzt hier einmal rum. So. Müsst ihr gucken, dass ihr da richtig gut Klebendes nimmt. So. Falls jemand diesen Bilderrahmen gerne hätte, sich ihn aber nicht selber machen möchte, er kommt in meinen Etsy-Shop, der andere ist da auch schon drin. Also, wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut in die Infobox, da ist der Link zu unserem Etsy-Shop. So, jetzt mal gucken, jetzt brauche ich noch mal mein Tool. So, wichtig ist immer langsam abziehen, dass ihr nicht das Klebeband wieder mit hochzieht. Immer wichtig, den Rahmen auch vorher sauber zu machen. Die Schablonen sind auch wirklich wunderschön. Dass das auch gut aussieht, wenn man so beide Bilderrahmen nebeneinander stellt. Kann sie auch an die Wand hängen. Da muss man nur das Batteriefass hinten festmachen. Das kann man einfach mit stark klebenden doppelseitigen Klebeband hinten an der Rückwand anbringen. So. Jetzt fange ich an, das hier aufzusetzen. Hier drehe ich das dann einmal. So. Ich zeige euch gleich noch mal die Maße von dem Bilderrahmen, den ich hier habe. Also ihr kriegt ja im schwedischen Möbelhaus und überall in den günstig Märkten bekommt ihr solche Bilderrahmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich den her habe. Den habe ich schon so lange. So, jetzt mache ich das nochmal so ein bisschen fest. Richtig schön fest ist. Jetzt hole ich mir dieses Band, das soll da auch noch rum. Und jetzt habe ich jetzt das doppelseitige Klebeband wieder weggepackt. Ja.
So, das bin ich. Packe immer, während ich bastel, auch immer alles wieder weg. So. Wo ist jetzt hier der Anfang da? So, und nun setze ich jetzt hier nochmal. Auf. Natura sieht ja noch besser aus, also richtig toll. Und das Schöne ist ja auch, dadurch, dass das jetzt so ein Batteriefach, ein richtiges Batteriefach hat, hält das auch relativ lange, kann man ja relativ lange leuchten lassen und dann auch die Batterien ganz einfach wieder auswechseln. Das finde ich immer wichtig. Nicht, wenn das denn alle ist, dass es die Batterie so schlecht sitzt, dass man sie nicht wieder erneuern kann. Das ist immer ärgerlich. So, jetzt sich das hier wieder abgepult kriegen. Na, schon eingeschlafen oder weiter gespult? So. So, nun nehme ich dieses Band hier. Und fange an, das hier unten aufzusetzen. Da fange ich so, dann gehe ich so nicht ganz nach oben, sondern ich gucke, dass ich die Hälfte von dem Klebeband erwische, weil ich das nämlich zweimal rumlege. Das ist jetzt auch ganz so meine Idee. Dieser Bilderrahmen ist auch so auf mein Mist gewachsen. Also ich habe das nirgendwo geklaut oder so. Aber ihr dürft das auch gerne nachmachen. Ihr dürft das auch gerne, wenn ihr das nachmacht, auf euren Kanal zeigen. Also ich habe da überhaupt gar keine Probleme mit. Ne, wenn ihr irgendwas seht und ihr sagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, das mache ich auf meinem Kanal auch gerne immer. Macht das ja, damit ihr Ideen bekommt. So, und jetzt lege ich das nämlich noch mal rum. Weil ich das einfach schön finde, wenn das so zweimal rum ist. Und dieses Band, das ist ja so ein Band von Action. Das hat so einen Silberfaden mit drin. Das sieht dadurch so richtig edel aus. So, mache ich das nochmal mit meinem Falzbein. Das nochmal so richtig andrück. So. Und dann schneide ich die Enden ab. So, und jetzt kommt der letzte Teil. Und zwar die Streudeko da drauf. Dafür nehme ich mir hier nochmal die Klebepunkte. Sterne und von denen. So, jetzt brauche ich mal meine Pinzette und dann
setze ich jetzt einfach noch überall Sterne und so hin. Mal gucken. Ich mache eine in der Mitte. Hier einen hin. Hier denn eine weiße Schneeflocke. Hier eine weiße Schneeflocke. Und eine mache ich hier vorne mit auf dem Raum. So, dann mache ich noch mal Sterne direkt auf dem Rahmen. Guck ich mal, da mache ich einen hin. Also ihr seht, wie schnell man so einen Rahmen fertig hat. Und ich finde, das ist so cool. Richtig schöne Weihnachtsdeko. So, dann mache ich da oben auch noch überall Sterne hin. Ich kann das auch mit anderen Klebepunkten ran machen. Ich würde es nur nicht mit Heißkleber ran machen. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass Heißkleber auch mal nach einer Zeit nachlässt und dass es dann runterfällt. Wobei hier das ja so ist, dass man das auch schnell wieder aufsetzen kann. Achso, sollte ich vielleicht auch den Trägerfolie abmachen. Deswegen, das ist immer gut, wenn ihr den Rahmen, wie gesagt, und das Glas ordentlich sauber macht, dass es fettfrei ist. Ist ja doch so, wenn es im Regal liegt, dass ja doch dann so einige Finger da drauf sind. So, und noch eine Schneeflocke, so, dann haben wir ganz viele Schneeflocken da drauf. So, dann wir das Ganze mal kurz hier zur Seite packen und dann machen wir ihn gleich mal an. So sieht er ja so aus. Ich mache mal das Licht oder ich mache das Licht mal aus kurz. So. Und jetzt machen wir ihn nochmal an. Ja, das sieht so cool aus. Richtig, richtig cool. Mal gucken, wenn ich das Licht jetzt nochmal anmache. Ja, kann man denn auch den Rahmen noch sehen. Ich finde das wirklich eine ganz, ganz tolle Geschenkidee auch. Und ihr könnt ihn jetzt auch so aufstellen, den Rahmen. Und die Lichter, das Batteriefach kann man dann da so hinterpacken. Wenn man ihn aufhängen will, dann würde ich hier hinten so mit doppelseitigem Klebeband das dann festmachen. So. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt Lust, es nachzubasteln. Und wie gesagt, falls jemand Interesse an diesem Rahmen jetzt hat, schaut einfach in unseren Shop vorbei.
So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße. Bleibt gesund. Andrea aus der Basteloase.